Weiter geht die wilde Reise hier in Project Zomboid. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich werde hier schon wieder verfolgt. Die Zombies machen es mir echt nicht einfach, aber wir haben es geschafft. So, drei beseitigt mal wieder. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben bei dem Künstlerbedarfsladen. Und ich würde jetzt allerdings ganz gerne hier rüber schauen. Denn wir haben da ja was entdeckt. Und zwar den einen Laden, den wir uns allerdings noch nicht angesehen haben. Nachdem uns da ja die Zombies einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Nämlich genau hier. Mich wundert jetzt sowieso, wo die eigentlich abgeblieben sind. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Es hätte mich auch gewundert, wenn die ganz weg gewesen wären. Aber gut, kriegen wir hin. Ist kein Problem. So, immer schön draufdreschen. Das wirkt wahre Wunder. Sehr gut. Ui, von hinten droht Gefahr. Das ist immer das Gefährliche. Da passt der einen Moment nicht auf. Und dann kommt irgendwo so ein Zombie von der Seite oder von hinten und will dich dann beißen. Aber nicht mit mir. Sehr schön. Gefahr gebannt. So, haben die noch irgendwas Gutes dabei? Ja, die nehmen wir mit. Ansonsten, glaube ich, schaut es wahrscheinlich wieder eher mau aus. Okay, gut. So, kann ich dir helfen? Du willst da rein, oder? Dann haben wir das gleiche Ziel. Allerdings, ich würde ganz gerne alleine reingehen. Sehe ich das gerade richtig? Was ist denn das hier? Ja, Wahnsinn. Das ist ja der Jackpot schlechthin. Das sind ja Regentonnen. Und nicht nur eine. Ui, sehr gut. Sehr gut. So, können wir die mitnehmen? Enthält Wasser. Oh, dann müsste ich die aber irgendwie ausschütten, die Fässer. Befüllen nicht. Ausschütten. Regentonne. Kann ich die nicht ausschütten? Könnt alles befüllen. Trinken, auf dem Boden sitzen, aber ausschütten direkt kann ich die nicht, oder? Ist vielleicht eine Leere dabei? Ja, die sind alle mit Wasser gefüllt. Okay. Okay, okay, okay. Auf alle Fälle sind wir hier in einem, ja, ich will jetzt nicht sagen Gartencenter, weil Gartencenter ist es nicht, aber wir sind auf alle Fälle in einem Gartengeschäft, sagen wir es mal so, weil da ist auch eine Vogelscheuche. Und die hätte ich auf alle Fälle auch ganz gerne. Das geht sogar. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir die doch gleich mal mit. So, da hätten wir sogar noch ein bisschen Deko für zu Hause. Den Veilchenstrauß, den krallen wir uns auch gleich mal. Und ein Bonsai-Bäumchen hätten wir da auch noch, oder wie? Können wir das auch? Ah, das könnte man vielleicht mitnehmen. Auf alle Fälle die Blümchen hier. Und Tatsache, den Bonsai-Baum können wir auch mitnehmen. Ja, nehmen wir alles mit. Venus-Fliegenfalle ist das sogar hier gewesen. Das gelbe Blümchen. Aber wir werden gestört. Unsere kleine Shopping-Tour wird gestört. Ja, ich bin noch dazu überladen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ungünstig. Kurz mal hier rausschauen. Ich muss kurz die Schaufensterpuppe, glaube ich, loswerden, weil die wiegt ein wenig zu viel. So, wo ist sie denn? Schaufensterpuppe? Wo? Ah, da ist sie. Gut, der Zombie muss kurz sterben. Sehr gut. So, Schaufensterpuppe mal eben kurz verstauen. Wunderbar. Aber vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir hier unser Zeug noch teilweise reinräumen. Ich will mich natürlich jetzt auch nicht zu lange hier spielen. Nicht, dass dann doch auf einmal
die Zombies durchbrechen, aber ich hätte sogar die Schaufensterpuppe in aller Ruhe verstauen können. Gut, dann machen wir das noch gleich. Okay, es ist vorbei mit der Ruhe. Aber jetzt haben wir noch Zeit. Okay, wir bringen sie nicht unter. Ui, okay, gut. Erstmal die Zombies killen. Erstmal das Wichtige erledigen, bevor wir uns um den Rest kümmern. So, du willst hier raus. Dann lass mal dich mal raus. Ich bin ja nicht so. Bleiben noch zwei. Nur noch die hier. Sehr gut, die ist auch Geschichte. So. Also, das Geschäft ist wieder unser. Ich glaube allerdings, da hinten will auch noch einer Ärger machen. Der Besitzer. Okay, den. Ja, eigentlich braucht man immer, wenn wir die Mülltonnen, ja, die Mülltonnen, sage ich schon, die Regentonnen mitnehmen könnten, aber wir sammeln den Müllsack trotzdem mal vorsichtshalber ein. Was ist hier noch? Ah, okay. Das sind alles nur die Kundentoiletten, verstehe. Gut, ja. Hier noch irgendwas? Hinter der Tür? Lieber erstmal alle Türen checken. Ui, da sind ja noch zwei Fässer. So, die sind aber hoffentlich leer. Nee, die sind leider nicht leer. Sind leider auch nicht leer, aber Kisten hätten wir hier noch. Kiessäcke, okay. Dünger. Nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Wenn wir ein bisschen in die Landwirtschaft einsteigen wollen, dann sind die nicht verkehrt. Und diese Sandsäcke nehmen wir jetzt auch mal mit. Nicht um uns etwaige Barrikaden oder so zu bauen, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass ich ja irgendwie die Erde auf den Balkon rauf schaffen muss. Und dafür braucht man eben diese Säcke, die wir dann auch, ja, entsprechend mit Erde befüllen können. So, wir nehmen noch mehr Dünger mit. Wir nehmen mal alles mit, was wir kriegen können, weil so ein Gartengeschäft, glaube ich, habe ich da schon mal eins geplündert? In dieser Staffel? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Wobei uns dann eigentlich eher der Wagen hier bessere Dienste leisten würde, vermutlich. Ist der noch fahrtauglich? Motor wäre gut. Allerdings die Batterie. Die macht uns einen Strich durch die Rechnung. Das heißt, wir müssen hier unseren Krempel auf die verbleibenden Sitze aufteilen. Müssen wir mal schauen. Ein bisschen was bringen wir ja unter auf alle Fälle. Also ganz so schlimm ist es nicht. Im schlimmsten Fall kommen wir halt da nochmal her. Wenn jetzt alle Stricke reißen. Okay, mehr geht da gar nicht mehr. Aber wir versuchen auf alle Fälle so viel wie möglich mitzunehmen. Das ist auch klar. Da haben wir 8-mal Dünger. Okay, der Sitz ist auch schon voll. Dann bleibt nur noch einer. Also wir werden wohl oder übel wieder hierher fahren müssen, wenn ich da alles mitnehmen möchte. Und das würde ich, wie gesagt, ganz gerne. Wir haben uns noch nicht mal die Regale angesehen. Geschweige denn, soll das ein Futtertrog oder so sein? Oder was ist denn das hier? Auf alle Fälle kann man drüber latschen. Ein Tiertrog. Ja, das wird natürlich dann höchstwahrscheinlich sehr interessant mit der nächsten Version von Project Zomboid. Mit Build 42. Da kommen ja dann unter anderem Tiere. Wir nehmen uns jetzt einfach mal einen mit. Aktuell wird er vermutlich noch keine Funktion haben, aber haben ist besser als brauchen und ich sollte ihn vielleicht aber dann auch
eintüten, wenn ich ihn mitnehmen möchte. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Einmachgläser, das ist natürlich auch bestens. Auch gleich einsammeln. Landwirtschaft Band 1 braucht man nicht, weil ich glaube, wir haben zumindest da ein bisschen was gelesen diesbezüglich. Wo haben wir es denn? Also gelesen haben wir was, aber ich habe den Skill in den ganzen Folgen über. Wie ihr seht, richtig priorisiert, also da bin ich schon total hoch von der Stufe, nämlich überhaupt gar nicht. Und von daher müssen wir da auf alle Fälle auch was machen. So, könnten wir uns sogar noch einen Flamingo hier aufstellen. Und David, den Gnom, den müssen wir auch mitnehmen. Komm, wir nehmen alles mit. Alles, was geht, wird eingepackt. Als würde ich hier was liegen lassen. Da wäre ich ja nicht ich selbst. Laubharke hätten wir noch. Da haben wir nochmal Einmachgläser. Jetzt nehmen wir aber mal die Bücher auch mit. Wisst ihr warum? Weil wir uns die dann ins Regal stellen. Ins Regal unserer Festung bei... Ja, Festung kann man nicht sagen. Unseres Unterschlupfs, besser gesagt. In Louisville. So, Beil ist auch nicht verkehrt. Harke. Ja, nehmen wir mal mit. Und Schaufel nehmen wir auch mit. Da ist nochmal ein Beil. Gießkanne. Können wir auch mitnehmen. Da haben wir nochmal ein bisschen was. Sehr gut. Nochmal eine Gießkanne. Wir können ja dann mehrere befüllen. Von daher nehmen wir da auch ruhig ein paar mit. Und jetzt nehmen wir auch so eine Laubharke mit. Komm. Weil es wurscht ist. Den kleinen grünen Kaktus nehmen wir auch noch mit. Okay, gut. Also hier hinten haben wir schon mal alles soweit durchsucht und geplündert. Da geht's wieder hier rein. Ja, ich sollte vielleicht auflassen. So eine Parkbank könnten wir uns rein theoretisch auch auf den Balkon stellen. Boah, ich bringe das Zeug nicht mehr unter. Ich müsste echt mit dem Ding wiederkommen. Wie heißt es noch gleich? Mit dem Anhänger. Weil anders bringe ich den ganzen Krempel hier nicht unter. Noch mehr Sandsäcke, noch mehr Sandsäcke. Was haben wir da noch? Sandsäcke über Sandsäcke. Okay, und Kiessäcke gibt es ja auch noch. Geld. Geld brauche ich nicht. Geld brauche ich nicht, weil das hat keinen Wert mehr. In der Apokalypse. Aber eine Gartensprühflasche nehme ich gerne. Die nehme ich sogar sehr gerne. Genauso wie ich das hier alles mitnehme. Ich glaube, wir werden gleich gestört. Gut, das kennen wir alles bereits und haben wir bereits eingesammelt. Der Laden hat zu. Werter Herr. Ich kann mich nicht erinnern, dich reingelassen zu haben. Ja, jetzt geht uns natürlich schon mächtig die Puste aus. Man merkt es auch mit der Geschwindigkeit, in der wir zuhauen. Was denn Zeitlupe? Aber geschafft haben wir es trotzdem. So, noch eine Gartensprühflasche. Was haben wir denn dann da noch so Schönes drinnen? Noch eine Kelle, ja, vielleicht wenn die eine kaputt geht. Gartensäge nehmen wir jetzt auch nochmal eine mit. Ich packe sowieso schon wieder viel zu viel Zeug ein, aber das ist auch Standard. Und bekanntlich ist ja haben immer besser als brauchen. So, haben wir ein Landwirtschaftsbuch der Stufe 4 mitgenommen. Wir haben 1, 2, 3... Ne, 3 haben wir nicht. 3 fehlt uns. 3 müssen wir mitnehmen. Wenn wir 3 noch finden würden, wäre es gut. Dann wäre es sehr gut. So, Gartengabel, eine Mistgabel quasi. Kämpfen wir mal mit der Mistgabel. Wieso eigentlich nicht, gell? Na, können wir leider gerade nicht ausrüsten, aber mitnehmen tun wir sie. Wie, die geht nicht mehr unter. Doch, da geht sie noch rein. Dachte ich schon. So, wieder Band 4. Bei der Landwirtschaft und wieder der Flamingo und wieder der Zwerg, der Gartenzwerg. Der hat noch Platz. Das Wichtigste hat noch Platz. Okay, gut, halt. Band 3. Da ist Band 3. Eieiei.
Wir müssen kurz nach draußen. Ich muss kurz das Zeug hier unterbringen. Oh shit. Oh shit, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass jetzt da ausgerechnet zwei Zombies kommen, aber gut, zwei kriegen wir in den Griff. Schlimme ist halt, dass wir ein bisschen verausgabt sind. Oh, sehr gut. Sehr gut, sie liegen am Boden. Das ist das Beste, was uns in der Situation passieren kann. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir die getötet haben. Aber da sehen wir zumindest, wie viel Blut aus so einem Zombie rausgeht. So, der erste ist tot. Bleibt nur noch eine. Mann, oh Mann, macht die eine Sauerei. Ja. Hat hier mal eben gut die Straße entsprechend gefärbt. Da können wir natürlich auch alles verschieben. Wir haben es gelernt. Die praktische und wichtige Funktion für mich. Okay, mehr geht aber nicht mehr rein in den Wagen. Das heißt, den Rest, den wir jetzt mitnehmen oder den wir vielleicht noch irgendwie unterbringen, den müssen wir im Inventar bzw. im Rucksack deponieren. Und da war ja noch Landwirtschaft Band 3, das wir auf alle Fälle mitnehmen. Wie, der Gnom hat keinen Platz mehr. Das halte ich für ein Gerücht. Den bringen wir auf alle Fälle noch unter. Okay, Kiessäcke gäbe es da noch und das Regal haben wir uns noch nicht angesehen und dann sind wir eigentlich durch mit dem ganzen Zeug, was wir mitnehmen wollten. Gut, die Regentonnen gehen halt leider nicht, weil ich die, wie gesagt, ja, erstmal irgendwie leer machen müsste. Das ist das Problem. So, ich bringe nicht mal mehr die kleinen, doch. Die bringe ich noch unter. Die kleinen Saatgutpäckchen. Sehr schön, die Gießkanne. Ah, nee. Da scheitert's. Also jetzt ist wirklich das Maximale der Gefühle erreicht. Aber ich denke, die Ausbeute konnte sich auf alle Fälle sehen lassen. Und wir zeichnen uns das auch selbstverständlich gleich mal ein, dass es hier noch Regentonnen gibt. Weil die holen wir uns. Die guten kann ich nämlich noch nicht herstellen. Das ist das Problem. So, was haben wir denn für ein Symbol? Wir nehmen mal das hier und schreiben da noch hin. Regentonnen. Wunderbar. Dann weiß man genau, da müssen wir nochmal hin. Gut, ja dann. Übermüdet an Steuern, erschöpft noch dazu, aber wir haben ja nicht weit. Wir sind ja gleich zu Hause. Nur großartig kämpfen sollte ich dann nicht mehr daheim. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht gewesen, hier gleich zu pennen, gell? Bevor wir jetzt wieder die Zombies anlocken, aber gut. Ist egal. Kriegen wir schon hin. Bin vorsichtig fahren. Und irgendwann mal abbiegen. Wann genau, weiß ich nicht. Aber wir sehen das dann schon. Da oben war ein Gasgrill auf dem Balkon gestanden. Gerade im Vorbeifahren gesehen, den könnten wir uns auch noch krallen. Für unseren Balkon, unseren zukünftigen. So, ging's? Ich glaube, hier ging's gleich runter. Ich glaube ja. Wir lassen auf alle Fälle, wenn es ist, den Wagen erstmal hier unten stehen und ziehen uns dann direkt bei den Lakenseilen hoch, falls es zu brenzlig wird. Ich glaube, das ist eh das Sinnvollste, ja. Das machen wir direkt so. Ich weiß
weiß, ich bin faul. Aber das steigert die Überlebenschancen. So, wir bringen ja eh nichts mehr unter. Stimmt, da war ja was. Dann hochziehen. Sparen wir uns den ganzen Weg durchs Untergeschoss und sind trotzdem schon zu Hause. Äußerst praktisch. So, wir brauchen allerdings... Wir brauchen irgendwie Platz für unser Gartenzeug. Zumindest, dass wir es hier irgendwie zwischendeponieren können. Wir hatten doch noch die Militärkisten. Es ist jetzt nur allerdings so, dass ich ja so schon nichts mehr unterbringe bei 49 vom Gewicht und 13 ist eigentlich ja, das Maximum. Sagt nichts. Sagt einfach nichts. Aber wir können unseren Gartenzwerg schon mal aufstellen oder platzieren, besser gesagt. Können wir den auf den Tisch, kann man leider nicht packen. Gut, dann bekommt er einen Ehrenplatz hier neben dem Regal. So, Gartenzwerg steht schon mal. Wahrscheinlich findet er es gar nicht lustig, dass ich ihn als Zwerg bezeichne, wenn es ein Gnom ist, oder? Da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Gnom und Zwerg vermutlich. Ich glaube ja. Aber gut, wie dem auch sei, wir rüsten mal unseren Rucksack hier sekundär aus und packen da mal das ganze Gartenzeug rein. Zumindest das Saatgut, damit das unter Dach und Fach ist. Tierdruck brauchen wir jetzt nicht gleich einpacken. Da haben wir, glaube ich, genau, da haben wir auch noch ein bisschen Saatgut eingesammelt. Okay, dann ist das schon mal verstaut. Dann kommen die Gießkanne noch weg. Wunderbar. Ich glaube, da hat man auch noch genau zwei Stück. Weiß gar nicht, wie viel hier Platz hat im Wanderrucksack, aber scheint auf alle Fälle noch ein bisschen was zu gehen. Ah, okay. Wir haben es ausgereizt. Mehr geht nicht. Aber gut, dann ist zumindest hier das Zeug schon mal entsprechend verstaut. Wir haben auch noch mehr Saatgut ja unten im Auto drin, also das sollte uns nicht ausgehen. Und ja, stimmt. Die ganzen Bücher. Die ganzen Bücher wollen wir ja auch noch verstauen. Haben wir da noch ein Buch? Ne, ich glaube, die sind auch alle. Mhm. Die sind alle unten im Wagen letztendlich. Nun gut. Aber die hier haben wir noch. Die Kiste. Die Militärkiste. Ah, den Flamingo. Genau den will ich jetzt platzieren, den Flamingo. Na gut. Wenn wir ihn schon mal haben, dann platzieren wir ihn auch. Eigentlich will ich ihn gar nicht platzieren, aber gut, dann kommt er hier hin. Neben den Zwerg. Kann er ihm Gesellschaft leisten. So, unser kleiner grüner Kaktus, der darf natürlich nicht fehlen. So, die Kiste aber erstmal vielleicht platzieren. Erstmal das Wichtigste. Wo gehst du hin, Charakter? Ich würde ganz gern die Kiste hier hinsetzen. Unser Kaktus. Ja, der kommt mal hier drauf. So, und der zweite Gnom darf erstmal in die Kiste verschwinden. Wieso? Weil ich es so sage. Ich weiß, das klingt jetzt total überheblich. Habe ich schon wieder perfekt Pluspunkte gesammelt. Aber zu viele Gnome wollen wir hier nicht hinstellen. Da hätten wir ja noch einen. Ich glaube, ich habe es eh schon wieder übertrieben. Mit den Zwergen zum Mitnehmen. Definitiv. Mann. Aber vielleicht wächst dann unser Zeug künftig mal besser. Dann haben wir ja einen Aufpasser. Gut, das ist verstaut. Was haben wir hier noch? Mausefallen. Schachtel mit Einmachgläsern. Gehört aber hier nicht rein. Weil die verstauen wir entsprechend woanders, diese Einmachgläser. Aber das tun wir nicht mehr heute, denn mit Blick auf die Uhr sind wir hier und heute auch schon wieder am Ende dieser Folge von Project Summit angekommen. Wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Servus.